Moin, Servus, moin. Also, willkommen zu einer weiteren Garry's Mod Map-Vorstellung. Ja, wir zeigen euch heute mal die Dead City, die tote Stadt. Im Deutschen. Ja. Und los geht's. Ja, rein hier in die Es ist Olga. Eigentlich eine Roleplay-Map, aber gucken wir mal. Rein da. Ach so, es ist kein Adventure-Map. Das ist eine Parcours-Map. Siehst du doch. Hast du dieses Hundegejaule? Ab und zu. Hin und wieder mal. Das sind so die Soundkulissen. Das kann man unter Soundtrack kann man das bewerten. Gibt ja sonst nicht viel wirklich an den Soundtrack. Man stellt sich halt einfach vor, Apokalypse, alles kaputt. Das sind die Überreste der Stadt, so, keine Ahnung. Da ist ein Schwarzer. Wer ist denn das? Irgendeine wichtige Person. Warte, ich muss hier mal was aufstellen. So. Ja, auf jeden Fall. Steht da Con? Ich glaube, das ist auf jeden Fall Russisch. Ja, das ist Russisch. Das kann ich ja auch sagen. Komm mit hier. Mit Springducken springst du schneller, by the way. Ja, sieht mega scheiße aus. Ja, hier gibt es, glaube ich, jede Menge zu entdecken. Also die Stadt ist ganz schön groß, ne? Irgendwie. Wenn du hier in fast jedes Gebäude reingehen kannst. Ha? Was denn? Nix. Wolltest du mir Angst machen, oder was? Eventuell. Guck mal, so eine Feuerstelle. Also ich finde, die Map hat ein bisschen mehr Flair, habe ich das Gefühl. Ja, so richtig alles, richtig verkommen, richtig verkommen. Verkommen wie... Wir wollen mal keine Namen nennen. What? Du kannst sogar hier aufs Dach. Geil. Alter, da ist ein Baum umgestürzt. Da hinten. Wo? Guck mal hier. Mashallah. Hier sind überall Panzerwagen. Oh, typisch Russen. Ah, weiter, weiter. Los, los, los. Wir müssen die Map erkunden. Gibt noch viel zu entdecken, Leute. Ja gut, das Haus ist jetzt... Oh, ich komme da gar nicht mehr durch. Mashallah. Hier sind Toilettenhäuser. Boah, das wollte ich sehen. Da habe ich ja nur drauf hingefiebert. In jeder verlassenen Stadt. Nee, das sind Zelte, ne? Das sind so Flüchtlingszelte, so in der Art sowas. Du bist so eher dumme Erklärung, aber. Lol. Du bist da unten. Scheiß aus. Warte mal, ich komme runter. Alter. Da drückt er mir direkt, was in die Fresse, du. Aber das da unten scheint wohl so ein, ja, so eine Art Kanalisation so zu sein, so. Wo bist du? Ich bin jetzt gerade bei der Statue. Okay, ich mache mich offensichtlich mit fliegenden Granaten, damit du weißt, wohin es geht. Aber hier ist es überall. Du kannst von überall unten in den Untergrund, ne? Ja, ist weit verzweigt, würde ich behaupten. Ich sehe dich. Pass auf. Junge. Hier ist der umgefallene Baum. Was meinst du, wie lange steht die Stadt schon leer? Bestimmt 2 Tage. Vielleicht aber auch 3.
Mal gucken, wo wir hier hochkommen, wenn wir jetzt hier da hinten hochgehen. Ja, ich glaube, hier finden wir nicht so. Nee, also ich denke mal, hier unten wird auch nicht sein. So, so Übergang, so von einem Ort zum anderen flüchten kannst oder so. Oh, dieses Gejaule von dem Hund. Mashallah. Das aussieht, du da hinten nur so in deinem Schatten. Ich dachte gerade, jetzt stecke ich fest. Ja, lass mal wieder irgendwo hochgehen. Ja, ich suche hier einen Weg zum Hochgehen. Hier ist doch direkt ein. Nee, hier ist keiner. Ich bin hochgekommen. Wo denn? Geradeaus weiter, oder? Irgendwo. Ich werf meine Granate. Ich sehe. Du bist wahrscheinlich hier hoch. Oder? Nö. Hä? Als ob du so weit von mir entfernt bist. Ich höre dich. Oh. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hallo? Ja, wo bist denn du? Weiß ich nicht. Wo bist denn du? Da ist nicht die Schüsse. Eben gerade habe ich noch was wahrgenommen. Ganz, ganz weit irgendwie. Jetzt irgendwie läuft es mal weiter weg, habe ich das Gefühl. Ah, 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 ah! Hä? Warm? 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 Bist du noch unten? Nein. Warte mal. Ach, kein Wunder, dass wenn du draußen bist, hörst du mich eh nicht. Ich hab ich seh dich! Ich seh dich! Hier bin ich. Komm mit, ich zeig dir, wo ich war. Glaubst nicht, wo ich war. Wie so ein Pferd, Alter. Aber ist mal echt schnell mit unterwegs, auf jeden Fall mit der Technik. Ja, hier wichtig. Ja, komm, lass in das Bauernhaus gehen. Lass doch mal die alten Melkerinnen melken. Wow, was macht der denn so komische Geräusche? Was ist das? So. Ja, was für Geräusche? Ja, bevor du das Haus betrittst, so dieses Gematsche. Ein wunderschönes Haus. Dieser Hund, Alter. Ja, ja. Ja, okay. Guck mal, hier sind direkt noch... Alter, was ist das für eine Gematsche? Hörst du das? Das ist für ein Gematsche. Ja. Boah, okay, guck dir mal das Haus an. Das ist ja schon halb kaputt. Da ja, hinten. Lass da rein. Mashallah, rein da. Pass auch überall durch, wa? So. Naja, die ist aber auch echt groß, die Map. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt alles wahrnehmen können. So, keine Ahnung, ich ob wir nicht irgendwie nicht irgendwas vergessen. Wir werden irgendwas bestimmt vergessen. Lol. Hallo. Ab Minute 3, ab Minute 3, 26 Minuten habt ihr was übersehen. Huch. Ich okay. Glaube, das wird kein Kommentar sein. Die schreiben eher, was eine öde Map, Bruder. Ich dachte, das wäre so eine Adventure-Map, wo man irgendwie was erlebt. Aber das sind ja nur diese komischen Maps, wo man anschauen kann. Naja, ist halt eine Roleplay-Map, ne? Ja, was soll ich denn da sagen? Ja moin, mein Name ist Herr Siemens. Ja, ja, keine Ahnung, so, die einen spielen Zombies, die anderen spielen irgendwelche Überlebenden, sowas zum Beispiel. Halt, ne? Dafür so ist die Map wahrscheinlich ganz in Ordnung. Mashallah. Digga. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir überall. Nur in diesen Häusern. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass wir hier alles sehen können. Waren wir in so einem Gebäude schon mal drin sollen?
Nee, ne? Sieht in so einem so... Wohn... Alter, okay. Ja, es ist einfach nur so ein riesiges Dreieck. Okay, wir es ist aber alles ziemlich runtergekommen aus. So. Und ab... Ja, hier kommt abrissbereit. Auch nicht mehr rein. Auch nicht mehr betretbar. Hier könnte man rein theoretisch noch rein. Oh, keine Möbel, überhaupt nichts im Über. Lol, wenn man hier diese Möbel hat, die man in Gmod bauen kann, dann kann ich mir vorstellen, dass man hier so... So eine heruntergekommene, dass man hier irgendwie, jeder hat halt so sein heruntergekommenes Haus oder Wohnung und, warte, mach mal Platz. Und muss sich dann hier irgendwie einrichten, so mit heruntergekommenen Möbel. Na, Digga, komm ich hier durch? Warte, ich zeig's dir, wenn ich mal dürfte. Alles klar. So. Alles, hallo? Alles kahl. Stell dir einfach mal vor. Ja, eine Menge hier Fantasie. Oh Junge. Oh Junge. Ja, das war die Map. Mehr gibt's nicht zu zeigen. Nee, ich glaube irgendwie mehr. Ich meine, sie wirkt größer, als sie letztendlich ist, glaube ich, ne? Ich glaube, die ist schon groß. Aber ja. Für eine Roleplay-Map bestimmt klein. Da bin ich ja mal auf deine Bewertung gespannt. Ja, würdest du die jetzt besser einstufen als die erste oder eher schlechter? Also als die erste Folge? Ist halt mehr zu sehen, aber ich finde beide halt nicht, sind nicht mein Genre, aber ich denke, das kann bestimmt hier ein bisschen mehr Spaß machen. Ja, wenn es den richtigen Sinn und Zweck, sag ich mal, erfüllt sei. Mhm. Ja, aber ich kenne mich ja nicht so gut aus, deswegen sage ich einfach mal, die ist gut. Wird gut bewertet, deswegen gehe ich mal davon aus, ja, dass also ihren Zweck erfüllt. Könnt die Playlist gerne mal auschecken, ansonsten, wie gesagt, hier unsere Bewertung. Findet ihr dann in der Videobeschreibung, wie wir beide Map gefunden haben. Und ansonsten würde ich mal sagen, sehen wir uns dann ja, bei der nächsten wieder, ne? Leute. Ja. Bis dann, haut rein. Tschüss. Tschö. Mit Ö.